Hier auf der Frankfurt Fashion Launch habe ich den Dai getroffen. Ich folge ihn schon länger auf Instagram, weil er hat einen ziemlich coolen Fashion-Blog und ist aber auch Stylist für Armani. Dai, lieber Stylist oder lieber Fashion-Blogger? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Vieles hat er zusammen, also gehört er zusammen. Und deswegen würde ich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden. Also, ja. Aber ich liebe Armani, deswegen würde ich immer Armani wählen. Wie bist du denn zu Armani gekommen? Also es ist halt, ich bin ja in der Beauty-Bereich von Armani auch und ich interessiere mich sehr für Make-up, Pflege und Düfte. So bin ich dann auf Armani gekommen, weil die Marke für mich einfach für Eleganz steht und für einfach die natürliche Schönheit. Und dazu stehe ich auch. Also ich finde es super, super schön, dass unsere Marke so vielfältig ist und einfach für jeden etwas Schönes dabei ist. Also, ja. Und du bist Stylist dann eben für Shows, für Shootings oder hast du auch noch andere Aufgaben? Also ich bin ja dadurch, dass ich mehr im Make-up-Bereich bin, immer viel am Schminken und halt ich vertrete die Brand auch sehr, sehr viel. Also da bin ich viel unterwegs. Genau. Okay, und jetzt erlebst du ja viele Influencerinnen backstage. Wie sind denn die Influencerinnen so hinter den Kulissen? Ich finde die super, super lieb. Also ich sag mal so, auf dem Catwalk sind alle natürlich straight-faced und man denkt sich so, oh, Angst einflößen. Aber wenn ihr sie kennenlernt, sind alle super, super lieb. Also meine erfahrungsgemäß halt. Ja. Auch meine Erfahrung, ja, hier auf der Fashion Launch. Ne? Du hast viele kennengelernt und die sind ja alle super, super lieb, oder? Hey, wahnsinnig lieb. Also top, ja. Zu deinem Content Creation. Ja. Du machst ja auch einen Foodblog. Warum machst du denn? Ich liebe Essen. Also ich bin ein großer Foodlover, wie mein Foodblog heißt, also Foodlover Frankfurt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Blog für alle Frankfurter und auch Nicht-Frankfurter, damit sie reinschauen können und sagen können, oh, wo kann ich heute essen? Was kann ich heute essen? Und jeder Beitrag von mir ist von mir auch wirklich mit Herzen abgesegnet, dass es auch wirklich lecker ist. Also ich poste nur die Dinge, die mir wirklich gefallen. Und wenn es mir nicht gefällt, auch wenn es eine Kooperation ist, sage ich nein, ich will niemandem schaden, ich will nichts Schlechtes darüber sagen, sondern einfach nur die guten Dinge sozusagen mit Herzen posten. Also, dass man mir auch vertrauen kann. Ja. Kooperationen, mit wem kooperierst du da so als Foodblogger? Also mit verschiedenen Restaurants, wenn neue Restaurants öffnen oder allgemein, wenn auch altgesessene Läden, eingesessene, die sind halt dann auch der Meinung, man braucht ein bisschen Marketing, dann laden die mich ein zum Essen, zeigen ihr Konzept, erzählen, um was es so geht und dann kann ich das Essen probieren. Wenn es mir schmeckt, poste ich es, wenn nicht, dann wie gesagt, lieber nicht, weil ich will auch nichts Schlechtes schreiben, weil ich möchte niemanden verletzen. Also, das ist mein Punkt immer im Foodblog und auch für Social Media Welt, weil man sollte immer Liebe spreaden, sich supporten und so haben wir uns ja auch alle kennengelernt und so sind wir auch aufeinander gekommen und deswegen bin ich auch so dankbar. Also, ja. Super. Hast du denn einen Tipp für unsere Zuschauerinnen, was guten Content ausmacht und Erfolg auf Instagram? Ich denke, auf jeden Fall natürlich einmal vom Herzen alles machen. Das Wichtigste ist, dass man dabei Leidenschaft hat. Also wenn du nichts mit Leidenschaft machst, dann sollst du auch gar nicht anfangen. Egal ob im Influencer-Bereich oder in deinem normalen Job. Und genau, das ist, sei du selbst, sei leidenschaftlich dabei und tu das, was du liebst. Du erlebst ja auch die ganzen Influencerinnen im Backstage und da stelle ich dir dieselbe Frage, aber aus einem anderen Blickwinkel. Hast du irgendwie Tipps von anderen Influencerinnen bekommen oder gesehen, was die irgendwie besonders gut machen und auf deren Erfolg das eben basiert? Tatsächlich, und zwar einmal das Dranbleiben. Also für vielen ist jetzt das schwierig, dran zu bleiben, weil nach der Zeit, wenn sie nicht Erfolge sehen, wollen sie aufhören. Aber ich bin der Meinung, du sollst ja nicht nur darauf arbeiten, dass du diesen Erfolg hast, sondern du sollst darauf arbeiten, dass du das machst, was du liebst. Und deswegen immer schön dranbleiben, haben sie mir gesagt. Und deswegen, ich bin auch dran geblieben und bisher läuft ganz, ganz gut. Und ich freue mich auch, dass ich halt so bei schönen Events dabei sein darf, so viele nette, liebe Menschen kennenlernen darf wie dich. Und da bin ich super dankbar, dass ich auf diesen Tipp gehört habe. Und kein Druck, also mach dir niemals Druck und Stress selber. Also ja, egal was für Zahlen du machst, es geht nicht darum. Es geht nie um Zahlen, nie um Likes, sondern darum, dass du wirklich das postest, was du liebst. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, wie sieht so deine Content Creation Zukunft aus? Also tatsächlich dadurch, dass ich jetzt viel, viel, viel mit Fashion mache, dann eine Mischung aus beidem. Also ich werde mich mehr fokussieren auf Fashion und Foodblog. Meine große Liebe werde ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Ich denke auf jeden Fall, es kommen viele weitere große Projekte und viele weitere Partner, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte,
die nächsten kommen auch schon in den nächsten Wochen. Und ich bin super gespannt, weil ich bin derzeit gerade viel am Kreativität nochmal rumspielen, was ich alles machen kann. Und ihr könnt von mir viel Food, viel Fashion, aber auch viel mich dann jetzt sehen. Genau. Hammer, dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Ich wünsche dir auch alles Gute. Mach weiter so. Also war super, super schön mit dir. Ebenfalls. Danke. Schön. Ciao.